Eine andere sehr schöne Möglichkeit, die entstanden ist, viele haben dazu beigetragen, ob finanziell oder mit irgendwelchen Sachen, die sie nicht mehr benötigt haben, und haben es hierher gebracht für die Ukraine-Hilfe im Rahmen der Organisation Mahnwachen helfen. Wie viele von euch wissen oder auch die Bilder im Internet gesehen haben, mittlerweile der erste 40-Tonner ist losgefahren und auch angekommen. Und Braunschweig hatte ja damit, ich weiß nicht wie viel, 650 Kisten, Kartons oder was das waren, und 850 Euro eben halt auch dazu beigetragen, dass das mit auch ein Erfolg werden kann. Und ganz toll ist, dass heute der Initiator, derjenige, der das zumindest nach vorne gebracht hat, den Initialschuss übernommen hat und hat dann gesagt, finde ich auch klasse und da stecke ich voll meine Energie rein. Der ist heute hier und das ist unser Björn. Olli war mit, also Björn und Olli, die beiden waren halt auch mit in der Ukraine und haben also auch dafür gesorgt bzw. kontrolliert, verfolgt, dass also die Sachen auch dorthin kommen, wo die Hilfe benötigt wird. Ganz, ganz toll. Leider eben ist auch was sehr, sehr Unschönes passiert, nachdem sie wieder hier zurück waren. Also in der Ukraine ist wohl alles gut gegangen, wir werden es gleich live hören. Aber dann hier zurück, etwas eigentlich sehr Tragisches, aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Ich würde einfach vielleicht bitten, dass Björn und Olli hier mal nach vorne kommen und selber mal ein paar Worte sagen zu der ganzen Aktion. Da wollen wir einen riesen Applaus für die beiden. Ja, hallo zusammen. Wie fangen wir an? Also um überhaupt erstmal irgendwie reinzukommen, der Rick hat das eben schon mal im Vorfeld ein bisschen angesprochen. Wir haben diese Mahnwachen-Helfen-Geschichte ins Leben gerufen. Das Ganze war nicht meine Idee, sondern die Idee von Bono Heuer auf der Mahnwache in Hannover. Der hatte irgendwie morgens am Frühstückstisch gesessen und hatte quasi die Eingebung, dass man doch einfach mal, so wie wir hier im kompletten Überfluss leben, unsere Sachen, zum Beispiel die Kleidung, die wir seit Monaten oder Jahren nicht mehr angehabt haben, einfach mal aussortieren und auch die Kinder, gerade unsere Kinder, die unheimlich viel Spielzeug, tonnenweise Spielzeug haben, was die gar nicht mehr benutzen, dass wir gemeinsam mit unseren Kindern dieses Spielzeug aussortieren können und wir unseren Kindern auf diesem Weg auch mitgeben können, dass es an sich ganz einfach ist zu helfen, dass wir die Kinder ganz bewusst ihr Spielzeug, was sie eh nicht mehr nutzen, aussortieren und anderen Kindern zur Verfügung stellen, die es bitter nötig haben. Und das war eine ganz, ganz tolle Idee. Der Bono ist leider da in anderen Projekten so stark involviert, dass er sich da im Detail jetzt gar nicht weiter so kümmern konnte. Deswegen, ich habe dann halt diese Idee aufgeschnappt, fand die total toll und habe mich der Geschichte dann so ein bisschen angenommen. Habe viel rumrecherchiert, wie das geht, was wir beachten müssen, und das war oder ist eigentlich sehr, 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 sehr viel, weil es gar nicht so einfach ist, humanitäre Hilfe zu leisten, vor allem nicht in Kriegsregionen oder in solchen Ländern wie der Ukraine, wo die Korruption wirklich brutal ist. Wir haben dann aber gemeinsam mit der Osteuropa-Hilfe, also einem internationalen und einem renommierten Hilfswerk, die Möglichkeit gefunden. Wir haben mit denen kooperiert und haben dann dieses Ding mehr oder weniger ins Rollen gebracht. Und das war, das ist das Schöne eigentlich dabei, dass es aus einer Idee raus entstanden ist und ich dann irgendwann mal so ein kleines Video gemacht habe und so eine Facebook-Infoseite ins Leben gerufen habe, dieses Video dort einfach gepostet habe und damit ist ein Stein ins Rollen gekommen. Es haben sich ganz, ganz viele Menschen dafür begeistert und wir waren dann zum Schluss über 30 Städte, wo wir deutschlandweit Sachspenden und natürlich auch finanzielle Spenden gesammelt haben. Und auf unserer Infoseite haben wir, ich glaube, jetzt irgendwie um die 1600 Gefällt-mir-Angaben, Likes, Klicks, wie auch immer.
Und da könnt ihr eigentlich mal sehen, also wir haben mit diesen, sagen wir mal, 1600 Leuten 120 Kubikmeter Sachspenden gesammelt und zwei 40-Tonner LKWs, die pickepacke voll waren, in die Ukraine gebracht. Und das mit 1600 Leuten, wo hier auch einige dabei waren. Stellt euch mal vor, das machen irgendwie 100.000, ja, oder eine Million oder sowas. Da könnt ihr mal sehen, wenn wir es einfach machen und viele das machen, dann können wir wirklich alles schaffen. Wir müssen es halt einfach nur tun. Und ja, nach einigen Wochen hatten wir die Geschichte dann zusammen und haben den ersten LKW auf die Reise geschickt, und um uns da zu vergewissern, dass das alles in guten Händen ankommt und auch vor allem den Leuten zur Verfügung gestellt wird, die es nötig haben, sind wir auch in die Ukraine gefahren mit unserem Wohnmobil und hatten da einen anstrengenden Trip von 32 Stunden, bis wir dann endlich da waren. Wir waren natürlich nicht nur zu zweit, der liebe Andi war auch mit, der ist leider heute hier nicht anwesend, der hat es zeitlich einfach nicht geschafft, weil der auch aus Hameln kommt und das mit Arbeit und so alles nicht geklappt hat. Wie auch immer, er wäre gerne hier gewesen und lässt euch alle ganz toll grüßen, denn eins ist uns auch klar, gerade ihr in Braunschweig habt einen Bären Anteil geleistet. Ihr habt wirklich eine super Arbeit hier gemacht und deswegen wirklich mal Dankeschön an alle. Ne? Das ist ganz toll, vielen Dank dafür. Und ja, wir sind halt hingefahren, 32 Stunden, mehr oder weniger nonstop durch, wirklich nur zum Tanken angehalten, haben so uns da immer abgewechselt, einer schläft, einer fährt, einer trinkt oder so ähnlich. Und es war eine lustige Fahrt, wir sind dann am Samstag mitten in der Nacht dort irgendwie angekommen, eigentlich einen Tag früher als geplant. Und hatten da einen Treffpunkt ausgemacht mit der Maria, das ist die Initiatorin der Mission Ednis und der Head von dieser Organisation und ein absolutes Organisationsgenie, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wie gesagt, wir waren einen Tag früher da und sie hat es eigentlich ganz anders geplant, hat dann kurzfristig für uns das Apartment, wo wir untergebracht waren, früher klar gemacht und hat uns dann am ersten Tag ganz lieb in Empfang genommen. Wir haben dann dort noch unsere Dolmetscherin, die uns dort begleitet hat, vorgestellt bekommen und sind dann erstmal essen gegangen. Und ich sage es immer wieder gerne, einer meiner absoluten Lieblingssprüche, den ich dort gelernt habe, nur ein satter Mann ist ein guter Mann, und dementsprechend wurden wir auch sehr gut versorgt, auch in dem Restaurant, sind dann da eingekehrt und Maria hat natürlich gleich für uns ein Separé organisiert, wo wir uns näher kennenlernen konnten, wo wir dann die Woche durchgeplant haben. Und wir sind sehr gut aufgehoben dort angekommen, sind dann mit unserer Dolmetscherin so ein bisschen durch Kremenschuk marschiert und die hat uns viel über die Geschichte der Stadt, über die Geschichte der Ukraine und erzählt, und wir haben ein bisschen Sightseeing gemacht. Und so wurde uns schon so am ersten Tag die Kultur der Ukraine ein bisschen näher gebracht. Das war es mehr oder weniger am ersten Tag schon. Wir sind dann, bis es dunkel war und wirklich bitterkalt war. Also wir sind angekommen, da waren es minus 10 Grad. Das war ein richtiger Schock. Es war sehr, sehr kalt. Und dementsprechend sind wir dann noch einen Kaffee trinken gegangen und dann abends mit dem Mann von Maria noch in so eine Bierkneipe und haben dann in so einer Männerrunde uns ein bisschen näher kennengelernt. Also es war ein wirklich schönes Ankommen mit sehr, sehr lieben, netten Leuten, die uns da toll in Empfang genommen haben. Und am zweiten Tag ging es dann eigentlich dann auch erst wirklich so richtig los. Wir sind dann zu einem Lager von der Maria gefahren, sprich von der Mission Ednis. Die hat eine Stadt über mehrere Punkte verteilt, so kleine Lager. Das sind so, das werdet ihr auf den Videos auch sehen, so größere Garagenräume, wo wir da waren. Da hat sie zwei nebeneinander gehabt. Und wir haben dann aus diesem Lager uns erstmal einige Sachspenden dort rausgenommen, haben unser Wohnmobil damit beladen und noch so ein Begleitfahrzeug, was wir dabei hatten, und dann haben wir halt Kleider eingeladen, Schuhe, Matratzen, Teppiche und auch so Haushaltsgeschirr, Pfannentöpfe und so ein Kram. Und sind dann auch einkaufen gefahren, sprich Lebensmittel, denn wir haben so einen kleinen Überschuss an Spenden gehabt. Wir haben ja finanzielle Spenden gesammelt, zum einen um den Transport zu finanzieren, und was halt am Überschuss dann dort war, haben wir dort vor Ort auch ausgegeben, weil wir Lebensmittel oder solche Sachen wie Medikamente oder so sind relativ schwer rüberzubekommen, dementsprechend haben wir es vor Ort gekauft und sind dann, nachdem wir im Lager
diese ganzen Hilfsgüter dort eingeladen haben. Ein Stück aus Kremenchuk raus. Wir sind ungefähr 10 Minuten gefahren und das war schon interessant zu sehen. Also wir waren in unserem Apartment in Kremenchuk Downtown, also mittendrin, und selbst da sah es schon ziemlich runtergekommen aus, würde ich jetzt mal so sagen. Auch wenn da mal zwischendrin so ein 5-Sterne-Hotel oder so zwischendrin war. Aber der Großteil hat mich alles so ziemlich an arabische Länder, an Ägypten oder so, wer da schon mal im Urlaub war, erinnert. Und wenn man dann 10 Minuten aus der Stadt rausgefahren ist, dann war es da schon wirklich überall ziemlich schlimm. Also die Häuser sahen schlimm aus, alles in einem ziemlich runtergekommenen Zustand. Und wie gesagt, wir sind 10 Minuten gefahren. Wir sind dann in einem Stadtteil von Kremenchuk angekommen und sind dort das erste Mal mit einer Gruppe Flüchtlingen in Kontakt gekommen. Diese Flüchtlinge wurden untergebracht in so einem eigentlich geplanten Ladenlokal, was zur Hälfte ausgebaut war, aber nicht so wirklich ausgebaut war. In diesen Räumlichkeiten haben sich dann dort um die 30 Flüchtlinge befunden, die aus Donetsk geflohen sind. Und diese Leute sind mehrfach geflohen, das heißt, der Krieg ist gekommen und sie sind geflohen und fühlten sich sicher, und dann kam der Krieg hinterher und sie sind wieder geflohen und waren dann der Meinung, dass sie dort sicher angekommen sind. Dem war leider nicht so. Das heißt, sie mussten nochmal flüchten. Auf diesem Wege haben sie noch eine junge Frau aus dem Krankenhaus mitgenommen, die dort eigentlich auf eine OP gewartet hat, weil die ein offenes Bein hatte. Und dieses Krankenhaus war mitten drin im Bombardement, und dementsprechend haben die mitgenommen und sind dann halt in Kremenchuk gelandet. Und wir kamen da halt an und haben unsere Hilfsgüter ausgeladen und waren dann eigentlich mehr oder weniger in so einem Vorraum, also keine verputzten Wände, keine Türzagen, und es war schon ziemlich unmenschliche Verhältnisse dort. Wir haben uns dann dort gesammelt und sind dann in den eigentlichen Raum, in dem sich die Menschen dort aufgehalten haben, der auch nur dieser eine Raum beheizt wurde. Und ich hatte es eingangs angesprochen, dort haben sich halt über 30 Flüchtlinge gesammelt, und die hatten gerade mal so 4 Betten, so 4 Doppelbetten, also Hochstoffbetten, wie auch immer. Das heißt, die haben 8 Schlafplätze dort gehabt für 30 Leute, die dann irgendwie abwechselnd dort geschlafen haben. Und bei minus 10 Grad draußen auch uns beim Ausladen der Spenden geholfen haben und dort echt nur Badelatschen an hatten. Und die haben uns auch ihr kleines Kleiderregal gezeigt, wo so 2 Meter Regal waren und wirklich nur so ein paar T-Shirts und halt Sommerbekleidung, weil die im Frühjahr, Sommer halt geflüchtet sind und dort an sich nichts hatten. Also in der Küche stand nichts, die haben dann einen Herd gehabt, da ging aber nur eine Flamme, hatten aber kein Küchenmaterial, keine Töpfe, Pfannen, nichts, gar nichts. Und wir werden diese Bilder jetzt im Laufe der Woche auch alle nach und nach auf der Infoseite hochladen, und dann könnt ihr euch selbst mal ein Bild davon machen, unter welchen Bedingungen diese Menschen dort leben. Und das war schon ziemlich hart zu sehen, und den Menschen ging es dort wirklich schlecht. Wir haben dann einige Stimmen von den Leuten dort eingefangen und haben da mit so einem kleinen Mädchen, also war nur ein Mädchen dabei, der haben wir noch ein Teddy geschenkt. Das war ein sehr emotionaler Moment. Und haben uns dann auch wieder auf den Weg gemacht. Also der Redensführer, der da war von der Gruppe, das war ein Pfarrer. Und das liegt daran, dass da wirklich 90% der Leute sind orthodoxe Christen, und dementsprechend sind dort auch viele kirchlich involviert, und wir sind irgendwie öfter mal so Pfarrer oder so über den Weg gelaufen. Die kümmern sich dort um die Menschen, und das ist auch bei denen ganz tief verankert, dass die dort sich gegenseitig unterstützen. Wir hatten eine Szene, wo wir in unserem Apartment waren, ringsrum war eigentlich auch Abriss, den Leuten ging es da wirklich schlecht, und trotzdem füttern die Straßenhunde auf der Straße. Das hatten wir vorhin schon mal gehört, ne? Den Leuten, denen es schlecht geht, die helfen trotzdem gern, und das war dort vor Ort auch so. Und der hat uns dann auch angeboten, weil viele seiner Leute
in Donetsk und den umliegenden Dörfern und Städten zurückgeblieben sind, dass die auch dort dringend Hilfe benötigen. Und dieser Mann, der jetzt dreimal insgesamt geflüchtet ist und jetzt eigentlich hoffentlich endlich in Sicherheit ist, hat dann aber auch gleich angeboten, wenn ihr mir Hilfsgüter zur Verfügung stellt, bin ich gerne bereit, dort wieder ins Kriegsgebiet reinzufahren und dort meine Leute zu unterstützen und denen zu helfen. Und die sind auch in der Planung, dass die dort noch 50 weitere Flüchtlinge und 50 weitere bekannte Menschen, die sie dort haben, noch mit aufnehmen wollen. Aber im Moment ist es halt von den Bedingungen her absolut nicht möglich. Und trotzdem wollen sie die dort irgendwie auffangen. Ne? Also es ist schon sehr hart gewesen. Und wir sind dann da, nachdem wir halt viel auch aufgezeichnet haben, mehr oder weniger zum Schluss gekommen und haben dann diesen Ort dort verlassen und sind dann nochmal einkaufen gefahren, um unser Geld auch wirklich dort loszuwerden, und haben dort Care-Pakete für den nächsten Tag gepackt und sind dann mit Maria, mit der Chefin der Mission Ethnist, nochmal in einen Café gegangen, weil wir einen Plan hatten, wo wir sie so ein bisschen darauf vorbereitet haben, aber dazu sage ich später dann ein bisschen mehr. Und wie es dann immer so war, Mittagessen, Abendessen, und dann ist der Abend eigentlich auch relativ entspannt ausgeklungen. Wir sind dann am dritten Tag aufgrund der Zeitumstellung und auch der Zeitverschiebung, die wir hatten, die wir nicht mehr eingeplant haben, leider ein bisschen verspätet aus dem Bett gekommen, und als wir dann aufgestanden waren, hat es schon an der Tür geklopft: wir müssen los. Wir sind dann auch entsprechend los, ziemlich müde, ohne Frühstück, ohne Kaffee oder sonst irgendwas, und sind dann zu einer Institution gefahren, die sich ungefähr 40 Kilometer außerhalb von Kremenchuk befindet. Das ist auch eine Institution, die seit einigen Jahren dort schon humanitäre Hilfe leistet. Das war in den Jahren zuvor vorwiegend halt auch für hilfsbedürftige Menschen vor Ort. Denn in der Ukraine war es auch schon vor dem Krieg so, dass dort ungefähr 80% der Menschen unter dem Existenzminimum gelebt haben. Und diese Institution hatte halt im Vorfeld schon einige Jahre dort humanitäre Hilfe geleistet. Und die haben dort mehrere Räumlichkeiten und auch entsprechende Lagermöglichkeiten. Und wir sind dann dort angekommen und erstmal hat man uns begrüßt. Und es war wirklich immer sehr, sehr herzlich. Ne? Die Menschen haben uns unheimlich freundlich aufgenommen und waren sehr, sehr glücklich, dass wir aus Deutschland, also für die war das immer so fast gar nicht nachvollziehbar. Wieso kommt ihr aus Deutschland, nicht irgendwelche, die Regierung oder irgendjemand, sondern normale Menschen aus Deutschland, wieso interessiert ihr euch überhaupt für uns, wurden wir oft gefragt. Ja? Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja? Die haben sich sehr gefreut über uns. Und wir sind dann, wie gesagt, dort angekommen. Die haben eine Rede für uns gehalten, haben da ein sehr schönes Dokument, wo sie sich viel Mühe gemacht haben, uns überreicht. Und das war alles ziemlich feierlich irgendwie. Und dort waren dann halt auch einige Flüchtlinge. Das waren irgendwie aus den jeweiligen Flüchtlingsfamilien, die ringsherum in den Dörfern und Wohnungen dort untergebracht waren, waren immer so zwei, drei Delegierte dabei, die dann entsprechend auch die Spenden entgegengenommen haben. Vorweg haben wir den Leuten noch so Care-Pakete, die wir den Tag vorher gepackt haben, in die Hand gedrückt, mit Lebensmitteln, langhaltbare Sachen, die die gut gebrauchen konnten. Und haben dann auch dort Sachspenden, sprich Kleider und solche Geschichten, an die Menschen dort ausgegeben. Und auch da haben wir so ein paar Interviews geführt, wo wir auch immer wieder gehört haben, wie traurig eigentlich die Frauen dort auch sind. Also wir, abgesehen von der ersten Flüchtlingsgeschichte, wo wir waren, haben wir so gut wie keine Männer dort gesehen. Und die Frauen waren alle sehr traurig, weil sie ihre Männer und ihre Söhne dort zur Armee gehen lassen müssen. Also die Leute werden da zwangsrekrutiert. Das heißt, du hast die Wahl, entweder gehst du zur Armee und kämpfst, oder du gehst in den Knast, und zwar für 8 Jahre. Und diese ganzen Frauen und Kinder dort sind halt in großer Sorge, weil sie sich halt um ihre Männer und ihre Brüder dort halt sorgen. Und wir hatten halt überwiegend dort Frauen und haben da auch das ein oder andere Interview geführt und haben dort
ja, auch an diesem Tag wieder eine Szene gesehen mit einer älteren Dame, die wirklich nur im Sommerröckchen und in Badelatschen dort stand, bei minus 10 Grad. Und ja, das war schon sehr heftig, zumal die auch immer sehr dankbar waren, aber es auch immer wieder so rüberkam, Leute in Donetsk, geht es den Leuten auch sehr, sehr schlecht, bitte helft denen dort vor Ort. Also das haben wir ganz oft gehört. Und auch immer dieses, wir wollen diesen Krieg nicht mehr. Wir verstehen diesen Krieg nicht, wir können es nicht verstehen, wie plötzlich diese drei Ethnien, die dort vor Ort sind, gegeneinander aufgehetzt werden. Und wenn uns das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass das so laufen würde, hätte das jeder ausgeschlossen. Also die Menschen verstehen diesen Krieg nicht und vor allem wollen sie diesen Krieg nicht. Wir haben immer wieder gehört, bitte lasst diesen Krieg enden. Ja, und da war kein Hass oder kein, der ist schuld oder der ist schuld, sondern es leiden wirklich nur alle. Und es sind halt alle ja, sehr, sehr traurig. Ja, unsere Care-Pakete haben wir dann, wie gesagt, verteilt und da war so eine Jugendliche, so ein Mädel dabei, die hat mich total abgefeiert, hat sich total behüllt wegen meinen Dreadlocks und was hat die vorher nie gesehen und sie dachte, da kommt jetzt irgendein Clown rein oder so und das war auch dieses Multikulturelle, was wir dort hatten, ne? Also und auch dieses, ja, auch mit unserem Wohnmobil, das ist bei den Leuten unheimlich gut angekommen, weil das war, wir haben das hier in einem Kindergarten bemalen lassen von Kindern und schon auf dem Weg dorthin, schon in Polen und in der Ukraine auch, überall haben die Leute gehupt und waren total happy. Wir sind an der Tankstelle angehalten, da ist dann jemand angehalten, macht ein Foto von dem Womo und von uns und sagt, God bless you. Und die waren ja, an jeder Straße, wo wir vorbeigefahren sind, standen die Kinder und haben aus Womo gezeigt mit strahlenden Augen und waren total happy. Das waren ja, schöne Momente, aber ich verliere schon den Faden. Was hast du gesagt? Ja, das ist aus Marias. Achso, ja. Nachdem wir dort dann an die Flüchtlinge die Sachspenden verteilt haben, sind wir auch noch mal ein bisschen durch die Dörfer. Ich hatte das eingangs erwähnt, dass die sich halt dort um alle Menschen in dieser Institution kümmern. Und damit wir auch sehen, was Maria dort vor Ort alles so macht, sind wir halt auch auf die Dörfer gefahren, vor allem zu den alten Menschen dort. Also in der Ukraine werden diese alten Menschen die Sterbenden genannt, weil die dort wirklich nichts anderes machen, außer vor sich hin zu sterben. Die werden komplett alleine gelassen. Die Familien verlassen aufgrund der Armut die Dörfer und diese alten Menschen sind halt zu arm, um dort wegzukommen. Und die leben dort unter fürchterlichen Bedingungen, in Ruinen. Und die bekommen keine medizinische Versorgung, so gut wie gar keine Rente. Und ja, mehr als sterben können die dort nicht. Also wir haben sind da in verschiedene Häuser rein, haben denen auch Lebensmittel gebracht. Und allein dieser Geruch, wenn man da reinkommt, das war schon eine harte Prüfung. Und wir hatten dort eine ältere Dame, ja, die auch nur vom Frieden und die einfach, keine Ahnung, die traurig war und die nur vom Frieden geredet hat und das nicht nochmal alles erleben möchte und so. Und die saß in ihrem Haus mit faulenden Beinen. Also die hatte schwarze Beine bis zu den Knien auf beiden Seiten. Und die war alleine, die kriegt keine medizinische Unterstützung. Die Frau stirbt dort vor sich hin und ist im Gedanken eigentlich nur bei allen anderen. Das, ja, war sehr hart und dementsprechend sind wir halt von Haus zu Haus und haben uns auch um die Menschen gekümmert. Da war eine andere Dame, die liegt den ganzen Tag nur im Bett, weil sie halt nicht mehr laufen kann und die war so froh, dass wir da waren und nicht, weil wir irgendwie Lebensmittel gebracht haben oder so, sondern weil da jemand mal ist, mit dem sie reden kann. Und die war da echt glücklich und hätte so gern mal einen Rollstuhl. Sie hat gesagt, sie hätte so gern einen Rollstuhl, dass sie mal wieder raus kann und die Sonne sehen kann. Die liegt seit Jahren dort im Bett und sieht seitdem nicht mehr die Sonne. Das ja, war eine sehr harte Erfahrung für uns. Und wir waren danach auch richtig fertig und müde. Und ja, alles, was wir da erlebt haben, konnten wir so ad hoc auch gar nicht verarbeiten. Ne? Das war ein ewiges Hin und Her
zwischen dieser Gastfreundschaft und den lieben Menschen, die wir dort kennengelernt haben, die uns so wunderbar aufgenommen haben, die sich so toll um uns gekümmert haben, und dann halt diese wirklich brutalen Szenen, die wir dort mitgenommen haben. Ja, nachdem wir dort raus waren, sind wir dann quasi nochmal einkaufen gegangen. Also wir waren jeden Tag irgendwie shoppen und es ging immer Schlag auf Schlag. Die Maria hat das unheimlich gut organisiert und wir hatten ja mehr oder weniger auch stündlich immer doch wieder eine Planänderung, weil es gerade da besser gepasst hat und so. Aber die hat es echt sensationell gemacht. Nachdem wir dort auf den Dörfern waren, nachdem wir vorher die Flüchtlinge versorgt haben und uns dann die alten Menschen dort ein bisschen unterstützt haben, waren wir im Krankenhaus von Kremenchuk. Und dieses Krankenhaus ist dort das beste Krankenhaus in der ganzen Region. Ja, die anderen konnten es uns nicht zumuten und selbst das war schon sehr hart. Also wir waren da im OP und ihr kennt ein OP, wie der bei uns aussieht. Und da ist ein OP eigentlich ein unsteriler Abrissraum, wo der OP quasi eine Spanplatte ist, wo einfach ein bisschen Leder drüber gespannt ist und dieses Leder ist überall löchrig und aufgerissen. Und anstatt bei uns irgendwelche sterilisierten Nierenschälchen liegen dort irgendwelche Emaillenschalen, wo überall die Emaille abgeplatzt ist und alles ist rostig, und dass da Menschen überhaupt operiert werden können, dass die da nicht an Infektionen sterben oder so, das ist unglaublich. Die Betten, in denen die Menschen dort gelebt haben, das waren irgendwelche Drahtgeflechte mit so ein bisschen Laken drüber, und ja, das kann man so gar nicht realisieren. Ne? Also ihr müsst euch auch die Bilder anschauen. Wir haben da auch viele Bilder mitgenommen. Das ist schon eine ganz andere Welt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir in unserer Luxus-Coca-Cola, McDonald's, Hollywood-Welt hier. Und wir haben unseren Luxus hier, oder gehören zu den 3% dieser Erde, die in diesem Luxus leben. Und wenn man dann echt mal vor Ort sieht, wie es woanders aussieht, und da auch mal im Detail reinschauen kann, ist das echt ziemlich erschütternd. Und wir haben, jetzt hast du mich aus dem Tritt gebracht. Gut. Ja, whatever. Lass es 10 sein, was auch immer. Nun ja, wir sind dann an unserem vierten Tag, ich erzähle gar nicht so viel, was wir nebenbei noch irgendwie, wir hatten 12, genau. Alles andere, wie gesagt, wir werden auch nochmal im Nachhinein jetzt im Laufe der Woche einige ungeschnittene Videos auf der Infoseite posten und dann nochmal eine Doku zusammenschneiden, hoffentlich, demnächst, sehr schön. Nun ja, am vierten Tag sind wir los. Wir hatten an dem Abend noch, nachdem wir im Krankenhaus waren, waren wir nochmal in einem Supermarkt und haben für Kinder da Süßigkeiten und vor allem Shampoo und sowas gekauft. Also die Kiddies da, oder generell die Leute, für die ist sowas wie Shampoo, Duschgel und so ein absoluter Luxusartikel. Und dementsprechend freuen sich die Kinder gerade über so Kindershampoo, was halt da süß riecht, oder ne, so Kindershampoo. Dann haben wir auch Malbücher und Buntstifte und solche Sachen gekauft, haben die dann auch quasi als Care-Pakete zusammengepackt, und dann war der Abend dann mehr oder weniger durch und wir sind am nächsten Morgen wieder los, auch einige Kilometer außerhalb von Kremenchuk Richtung Dniepropetrovsk raus, und sind dort in so einer Art Kulturzentrum gelandet. Auch das, diese Räumlichkeiten, diese Gebäude waren auch eigentlich einsturzgefährdet, komplett Abriss. Und trotzdem haben sich die Leute darin schön gemacht. Und wir sind dort angekommen, also vorweg dieses Kulturzentrum, das ist dafür gedacht, um die Leute in der Region zu binden. Weil ich hatte es eingangs gesagt, dass diese Menschen die Dörfer verlassen, weil die Armut dort so groß ist, die keine Arbeit haben. Und dementsprechend versuchen die mit diesem Kulturzentrum den Leuten die Möglichkeit zu geben, dort Musikinstrumente zu lernen oder kulturelle Tänze zu lernen, dass die Menschen halt auch eine Beschäftigung haben und dort was zu tun haben und halt nicht auf Teufel komm raus die Städte, die Dörfer verlassen und vor allem auch diese alten Menschen dort verlassen. Und ja, wir kommen halt in diesem Kulturzentrum an und dachten, wir gehen da jetzt rein und drücken irgendwelchen Kindern nur
diese Tüten in die Hand und machen die glücklich. Naja, wir kommen da rein und dann haben die dort in diesem Kulturzentrum so eine Bühne. Und wir haben schon gefreut, denken, ja, Mensch, schön. Und ja, dann hatten die extra für uns dort eine Aufführung organisiert. Ja, also wir waren da quasi die Ehrengäste. Wir haben dann auch eine ganz große Ehre und eine ganz große Geste, so gesüßtes Brot gereicht bekommen. Und die haben uns echt auch wieder wunderbar empfangen und haben für uns Tänze aufgeführt und so kulturelle Tänze und auch kulturelle Musik und solche Sachen gespielt, haben für uns gesungen und so. Das war ja, sehr schön, sehr ergreifend und uns ist auch in diesen ganzen Tagen die Kultur immer näher gebracht worden und es wurde dann auch immer deutlicher, wie verbunden diese Menschen mit ihren Wurzeln sind in der Ukraine, wie verbunden die mit ihrer Kultur und auch wie verbunden die mit ihrem Land sind. Und das war für mich persönlich auch so ein gewisser Mindopener, denn ihr wisst selber, wie wir hier mit Propaganda befeuert werden und wir haben alle unser Weltbild, was wir uns von irgendjemand haben aufzwingen lassen, und ich bin auch mit meinem Weltbild da reingegangen und habe gesagt, wenn sich die Ukraine spalten wollen, wenn sich die Leute dort abspalten wollen, lasst sie es doch einfach tun. Sollen sie wählen, bitteschön. Aber ich kann es mittlerweile sehr, sehr gut verstehen, dass diese Leute, die so an ihrem Land hängen und an ihrer Kultur hängen, dass die sagen, nein, wir wollen uns die Ukraine nicht wegnehmen lassen. Ich kann es sehr gut verstehen. Ja, das hat bei mir halt auch einige Schubladen genommen, über die Menschen kennenlernen, zu sehen, wie funktionieren die und wie sind die drauf. Und ich habe da wirklich, musste ich mein Weltbild ein wenig revidieren. Da hat auch dieser Besuch beim Kulturzentrum sicherlich ein bisschen zu beigetragen. Nun ja, wir haben dann dort einige Aufführungen bekommen, mussten dann auch noch auf die Bühne und dort zu den Leuten da was sagen. Und die haben uns dann auch da alle nochmal abgefeiert und haben dann, nachdem wir diese Aufführung für uns hinter uns gebracht haben, dort auch nochmal an Flüchtlinge Sachen verteilt und haben dort auch zwei tolle Interviews mit ganz, ganz lieben Menschen geführt. Und das könnt ihr euch im Nachhinein auch anschauen, wie wir dann, da war auch so ein süßes kleines Kind dabei, was so ein paar Teddys abgegriffen hat und so. Und diese Interviews waren auch sehr ergreifend. Da war auch eine ältere Dame dabei, die brauchte dringend Herzmedikamente, die sie leider nicht bekommen hat. Dafür hat sie dann ein bisschen warme Kleidung dort bekommen, die sie auch dringend nötig hatte. Aber auch selbst diese Dame hat es betont, wie so ziemlich jeder, danke, dass ihr hier seid, danke, dass ihr uns helft, aber wir haben noch so viel mehr zu tun und wir müssen auch irgendwie schauen, dass wir den Leuten in Donetsk helfen. Also nicht, da sitzen die bösen Russen, Pro-Russen, hier sitzen die guten Pro-West, ganz im Gegenteil. Für die Leute gab es irgendwie diese Spaltung auch gar nicht. Das waren Brüder und Schwestern, denen allen geholfen werden musste. Ja, nachdem wir dort fertig waren, war es eigentlich so wie immer. Wir haben uns dann dort ins Büro gesetzt. Dort haben sie wieder groß für uns aufgetischt mit irgendwelchen Snacks und natürlich auch mit Wodka, wo ein Toast ausgesprochen wurde und wir dann auch uns immer nochmal unterhalten haben. Und dort sind auch eigentlich die wichtigen und interessanten Gespräche zur Verfügung oder sind dann diese Gespräche zustande gekommen. Leider haben wir nicht immer alles aufgezeichnet, einfach weil es irgendwann auch zu blöd ist, die Leute da zu einem Gespräch zu zwingen und denen immer die Kamera vor die Nase zu halten und so. Aber dort haben wir auch gute Einblicke in die Menschen bekommen und auch wie die denken und wie die handeln. Und das war sehr interessant. Also es waren alles gute Menschen. Keiner wollte da irgendwie was Böses. Keiner hatte Hass. Keiner hat von Spaltung oder so geredet, sondern wirklich alle nur von Frieden. Und wir müssen uns um die Menschen kümmern. Ne? Das war überall das Feedback. Nun ja, wir sind dann los und sind dann wieder shoppen gefahren. Das heißt, wir haben einen Tag später waren wir in einem Behindertenheim oder in einem Kinderheim für behinderte Jungs. Haben dementsprechend so ein bisschen PVC für die Kiddies da gekauft und Süßigkeiten. Da waren wir in so einem Fabrikverkauf und haben dort Kekse und sowas gekauft.
Das Ganze hat sich ziemlich lange gezogen, weil wir immer wieder hin und her fahren mussten durch die Stadt. Und dann war der Tag mehr oder weniger schon beendet. Wir waren dann mit dem männlichen Teil der Familie von Maria in so einem Saunaabend. Auch da haben die sich wieder wunderbar um uns gekümmert und haben da so eine kleine Sauna für uns angemietet, wo wir auch wieder Kultur gelebt haben eigentlich. Wo auch der Mann von Maria total glücklich, also wir waren irgendwie, wie viel waren wir, 9 oder 10 Leute oder so, und haben super Spaß in der Sauna gehabt, haben so richtig russische Sauna gemacht mit Eichenzweigen, haben wir uns ausgepeitscht und so, das haben die Lieder gesungen und das war echt Kultur pur und war sehr lustig, sehr spaßig, und der Mann von Maria war total begeistert, und der hat, wie sich das gehört, wenn du einen Wodka trinkst, dann musst du halt vorher einen Toast aussprechen, und der hat dann den einen oder anderen Toast auf uns ausgebracht, wo ich echt Tränen in den Augen hatte. Der war sehr glücklich und hat auch gesagt, es ist so schön, so in Anführungszeichen normale Menschen aus Deutschland hier zu haben, die keine orthodoxen Christen sind und trotzdem dort mit Maria zusammenarbeiten und wir auch so gemeinsam mal eine Brücke schlagen und wir auch mal gemeinsam abends zusammensitzen können und gemeinsam Wodka trinken können, uns austauschen können, und er hat uns dann zum Schluss wirklich Brüder genannt, und wir sind da von Tag zu Tag immer mehr zusammengewachsen und waren da letztendlich auch wirklich eine Familie. Und nun ja, es war feuchtfröhlich und wir hatten den Sohn von Maria dabei, ein ganz toller Junge, der Sascha, und der hat uns dann noch in so eine Studentenkneipe dann entführt. Es war ein langer, harter Abend. Und das war auch sehr gut, weil wir dort mit vielen jungen Leuten und Studenten, also die Studenten haben Gott sei Dank, müssen nicht in den Krieg oder werden nicht zwangseingezogen. Also die Studenten haben den Bonus, dass die halt nicht in den Krieg ziehen müssen, und dementsprechend sind die Studenten natürlich auch junge Leute dort auch in den Studentenkneipen unterwegs, und wir waren da, und ja, irgendwie hat das ganz schnell die Runde gemacht, dass die Deutschen da sind, die Hilfsgüter liefern, und dann kamen immer mehr Leute, einer nach dem anderen zu uns an den Tisch, und wir haben unheimlich gute Gespräche geführt, und es ist wirklich aufgefallen, dass diese jungen Leute da vom Denken her genauso weit sind wie wir. Denen waren allen klar, dass es sich um den geopolitischen Krieg dort handelt und nicht um dieses Ost-West-Ding oder Russland-Ukraine-Ding oder sonst irgendwas. Die wussten ganz genau um die Kapitalismus-Problematik, diesen ganzen NWO-Scheiß, waren die unheimlich gut informiert, und wir waren da eigentlich alle ziemlich weit gut unterwegs, und es wurde immer lauter und immer interessanter, und es kamen immer mehr Leute dazu, und jedes Mal, wenn wir angestoßen haben, haben wir so Fuck the System und die ganze Kneipe, yeah, Fuck the System, und wir haben da richtig abgefeiert. Das war Völkerverständigung pur, das war sehr cool. Und vor allem haben wir halt die Menschen dort kennengelernt, ne? Und wir wurden immer sicherer im Umgang und immer haben das immer besser gefühlt, dass es sich da um Menschen handelt, nicht um wie diese fürchterliche Propaganda uns mal erzählen will, um Ukra-Faschisten oder irgend so ein Scheiß. Es sind gute Menschen dort. Das ist da, ich glaube, es gibt auf beiden Seiten Leute, die Bock haben auf Brandschatzen und Morden, und diese typischen Söldnertypen, die dort schreckliche Verbrechen machen, aber das hat mit diesen Menschen dort, mit den normalen Menschen überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Ja, wir waren dann war der Abend auch um, Gott sei Dank, weil es ziemlich lang und ziemlich hart war. Ja, sind dann am nächsten Morgen ziemlich verkadert aufgestanden, mussten dann auch erstmal eine Tanke, einen Kaffee holen, und da kam dann dieser Mann, der uns unbedingt noch schnell eingefangen hat und dann unbedingt das Foto machen musste und so. Und so war es eigentlich überall. Die haben uns angesprochen auf das Wohnmobil, ne? Und die waren ja alle total happy, und so sind wir auch oft ins Gespräch gekommen. Ne? Ja, sind dann, nachdem wir an der Tanke waren, zu diesem Behindertenheim mit den Jungs gefahren und sind dort auch wieder vom Direktor mit einer ganz tollen Ansprache dort in Empfang genommen worden, und hat uns viel über seine Arbeit, über die Arbeit, die die dort leisten, erzählt, und das sah auch alles echt schön aus da, weil die sich sehr liebevoll um die Kinder kümmern und die Wände schön bemalt sind, das sah alles sehr kindgerecht aus, aber wir haben dann zwischendrin auch immer mal so in die Ecken geschaut, und da hat man dann schon gesehen, dass wir in der Ukraine sind und wie es dann tatsächlich aussieht, und dementsprechend war auch
auch der PVC gut angelegt, weil das war alles nur noch so genieteter Boden und überall Löcher drin und so. Und da war dieser eine Junge, der hat sich so darüber gefreut. Ne? Also das hättet ihr sehen sollen, wie der sich über seinen Bodenbelag gefreut hat und der am liebsten gleich ausgelegt hätte und so. Ne? Dabei fehlt es denen an so vielen anderen Sachen auch. Die haben zum Basteln kein Papier, zum Malen keine Stifte und so. Und die freuen sich so über diese Kleinigkeiten. Ne? Das war ja, sehr schön. Haben dann, wie gesagt, auch die Kinder aufgezeichnet und so. Das sind alles, das könnt ihr euch alles dann in den Videos auf jeden Fall nochmal anschauen. Diese Fahrt war ziemlich lang, weil es sehr weit außerhalb von Kremenchuk war und auf diesen Straßen kannst du teilweise nur 20, 30, 40 km/h fahren, weil die Schlaglöcher echt brutal sind. Dementsprechend sind wir dann zurückgefahren und nochmal zum Lager von Maria. Dort haben wir zwei große Transporter nochmal beladen, die auch die Sachen in die Region Faltava gebracht haben. Also im Endeffekt, ich bin so dahin gefahren und habe gedacht, okay, wir fahren dahin und da ist ein riesen Zeltlager mit 100.000 Flüchtlingen und dementsprechend stellen wir uns hin mit dem LKW und verteilen dann aus diesem LKW die Sachen. So ist es aber nicht. Also es sind überall Gruppen von Flüchtlingen, die an einzelnen Orten untergebracht wurden und dementsprechend werden die auch so versorgt. Also es sind überall irgendwo gewisse Gruppen von Volontären, die dort halt sind und die überall ihre Sachen aufnehmen und das dann zu den entsprechenden Punkten bringen, wo sich die Leute dort halt gesammelt haben. Und so war es in dem Fall auch. Wir haben dort dort standen dann wieder zwei Transporter an dem Lager von Maria und wir sind dann mit anderen tollen Volontären von Maria da aus ihrer Truppe in Kontakt gekommen und haben dann auch das immer, wie es immer so war, multilingual, trilingual, so Deutsch, Englisch, Russisch irgendwie uns verständigt, zumindest versucht, aber das brauchten wir dann irgendwann gar nicht mehr, weil das ohne Sprache dann ging, ne? Also über Blickkontakt und wir haben super harmoniert. Haben dann diese zwei Transporter beladen und auch da nochmal geschaut, wie das mit den ganzen Dokumenten läuft. Also es ist ein riesen Papierkrieg da. Es muss alles seine Richtigkeit haben und das ist für Maria auch ganz wichtig, dass es zum einen, dass sie das entsprechende Feedback bekommt. Also sie bekommt auch immer, wie jetzt zum Beispiel von den Volontären, die das in die Region Poltava gebracht haben, zum einen die Dokumente, dann auch die ganzen Fotos, womit die nachweisen, dass es dort angekommen ist. Und ja, diese Dokumente sind halt das A und O, weil gerade im Moment ist es sehr, sehr problematisch in der Ukraine. Eine Mission nach der anderen oder eine Hilfsorganisation wird da dicht gemacht und Maria hat auch große, große Angst, weil ständig wird das Büro gestürmt und die Lager und von der Regierung, die dann alles durchforsten und da wirklich versuchen, einen nach dem anderen Platz zu machen. Hat verschiedene Gründe, weil da halt mit Hilfsgütern viel, viel Schindluder getrieben wird. Also diese Sachen, die werden dort verkauft oder vertickt oder anstatt Hilfsgütern werden dann Alkohol und Tabak irgendwie da über den Zoll dann da reingeschifft und so. Deswegen ist das ein großes Problem. Also vor gut anderthalb Jahren waren es noch 290 Hilfsorganisationen, kleinere in der Ukraine. Mittlerweile sind es nicht mal mehr 90. Und wie gesagt, Maria lebt da auch in großer Angst vor der Regierung, weil die da echt hart unterwegs sind. Nun, wir haben diese beiden Transporter beladen und das war so witzig, diese Spenden, die da waren, die waren unsortiert. Ja, und die haben zu Anfang erst das in Kartons irgendwie reingepackt und haben gesehen, ah nee, irgendwie passt das alles nicht so. Naja, und dann hat man einfach diese ganzen Kartons ausgekippt und reingeschleudert und reingeschmissen und das war dann dieser Transporter pickepacke voll da irgendwie mit diesen Spenden alles nur reingefeuert. Das sah sehr lustig aus und hat auch irgendwie sehr viel Spaß gemacht mit den ganzen Leuten dort zusammen. Ja, wir haben viele liebe Leute kennengelernt, haben uns da auch nochmal versichern können, wie die alle unterwegs sind und wie die da mit Herzblut ihre Arbeit leisten und das auch alle dort ehrenamtlich machen. Ne? Also diese Leute, die verdienen kein Geld oder so. Maria hat schon öfter da, ich weiß nicht, soll ich es erzählen, die hat mal ihre Wohnung verkauft, damit sie einen Transport finanzieren kann. Im Moment hat sie ihr Büro nach Hause verfrachtet. Also die gibt wirklich alles. Die gibt jeden letzten Cent, um da Hilfe leisten zu können. Und das in einer Art und Weise, ja, die hat ein ganz großes Dankeschön verdient. Das ist eine wunderbare Frau.
Und die hat auch wirklich so eine Engelsaura. Man sieht das, ich habe das die Videos nochmal gesichtet, da sieht man das gar nicht, aber wenn man vor der steht, die ist wie ein Engel, das gibt's gar nicht. Ja, nachdem wir dann in diesem Lager nochmal waren, ich habe es noch nicht erwähnt, wir haben unseren LKW dort rübergebracht. Unser LKW ist auch angekommen. Leider, als wir dort waren, stand unser LKW immer noch im Zolllager. Das ist in der Ukraine leider problematisch. Mal geht es schnell, mal geht es nicht so schnell, je nachdem, wie die Leute da vom Zoll Bock haben. Aber Maria hat organisiert und hat uns einen Zöllner klar gemacht, der uns das Zolllager mal aufgemacht hat. Genau, der hat extra die Blombe aufgemacht und so, und das ist auch alles ziemlich tricky. Auf jeden Fall kam der dann dahin und wir haben das Zolllager aufgemacht und wir konnten reinschauen, haben gesehen, dass unsere ganzen Spenden dort wohlbehalten aufgekommen sind. Ein riesiger Berg, und es war echt erhebend, weil wir diese ganzen Kisten, genauso wie hier vor Ort, alle mal in der Hand hatten und da so viel Liebe reingesteckt haben. Und dann sind sie da wirklich angekommen und wir wissen, dass sie dort in guten Händen sind, und die Maria wird dann auch beim Verteilen das entsprechend dokumentieren, und wir bekommen auch die ganzen Fotos und was weiß ich, Videos davon auch zur Verfügung gestellt, dass wir dann auch im Nachhinein nachvollziehen können, wo unsere Sachen dort gelandet sind. Ja, das war eigentlich so der Abend, und wir sind dann am Freitag zurückgefahren, sind dann vorher, haben uns dann allerdings noch in einem Café getroffen mit Sergej Korsiak. Der Mann ist ein Pfarrer aus Donetsk, und der hat vor dem Krieg da ganz normal als Pfarrer gearbeitet, und als der Krieg dort ausgebrochen ist, hat er sich mit verschiedenen anderen Leuten aus der Region zusammengetan, und die haben dort Listen erstellt, wo man sich eintragen lassen konnte für Menschen, die aus den Städten flüchten wollten, aber nicht flüchten konnten, weil sie entweder zu arm waren oder weil sie körperliche Gebrechen hatten oder sonst irgendwas. Und diese Leute um den Pfarrer Dudnik und den Sergej herum haben das dann halt, als der Krieg ausgebrochen ist, gemacht, die Menschen rausgebracht aus den bombardierten Städten und haben parallel auch Hilfsgüter wieder mit reingebracht. Und das macht er bis zum heutigen Tag mit einem unglaublichen Enthusiasmus und da großer Angst, weil diese Leute, die werden dort beschossen und da werden irgendwelche Leute gefangen genommen und gefoltert, und da haben wir auch üble Bilder gesehen, was da dem einen oder anderen aus seinem Kreis dort passiert ist. Und ja, wir haben uns mit diesem Sergej dort getroffen. Ich hatte im Vorfeld mit dem auch schon mal geskypt. Dort haben wir schon mal so ein bisschen das Ganze abgesprochen, ob wir da zukünftig nicht kooperieren können. Und dementsprechend haben wir uns dann an diesem Freitag mit der Maria und dem Sergej zusammengesetzt und haben dieses Gespräch auch mit Video aufgezeichnet und dort eine Kooperation geschaffen. Das heißt, die Maria, die unser Partner in der Ukraine ist, die dort uns diesen ganzen behördlichen Kram abnehmen kann, diese ganzen Dokumente, diese ganzen Sachen, die wir brauchen, damit es auch wirklich sauber läuft und uns da die Regierung nicht in die Quere kommt, haben wir also unsere Anlaufstelle mit Maria. Und der Sergej, der aus Donetsk kommt, der kann sich zukünftig bei Maria auch unsere Sachspenden dort abholen und die auch nach Donetsk bringen. Das heißt, wir waren nicht nur da und haben Hilfsgüter hingebracht und konnten uns davon überzeugen, dass die in guten Händen sind, sondern wir haben auch Brücken geschlagen direkt in die umkämpften Städte, also nach Donetsk. Das heißt, wir werden zukünftig unsere Sachen dann auch entsprechend dorthin bekommen und das auch dort dokumentiert bekommen. Und ja, das war, glaube ich, nochmal richtig super Ding da. Ne? Also, ja, und dann war mehr oder weniger unser Trip auch schon bald wieder zu Ende. Wir haben uns dann nochmal ganz toll von allen verabschiedet, haben nochmal das eine oder andere gute Gespräch geführt und haben uns dann auf die Rückreise gemacht. Und wir waren dann zurück. Eine gute Woche waren wir wieder da. Dann haben wir den zweiten LKW quasi startklar gehabt und waren dann entsprechend am Mittwoch nochmal nach Berlin gefahren.
weil Berlin die letzte Aufladestelle war und damit wir das mit den ganzen Papieren und so und da nochmal regeln können, sind wir dann halt beide nochmal nach Berlin, haben da ein paar tolle Leute kennengelernt, den Abend dort verbracht, am nächsten Tag den LKW beladen. Der ist jetzt gerade auf dem Weg. Ich schätze mal, der wird morgen oder übermorgen in Kremenchuk eintreffen. Ich bekomme dann die Info, werde das auch nochmal dann entsprechend veröffentlichen. Ja, und dann sind wir zurückgefahren und sind angekommen. Und ich weiß nicht, Rick hat es vorhin angesprochen, eigentlich wollte ich es gar nicht groß kommunizieren, weil es so traurig ist, weil unser Friedhelm, unser Wohnmobil, welches uns so gut durch die Ukraine gebracht hat, womit wir so vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, nicht nur den Kindern hier in Deutschland, die es bemalt haben, sondern so vielen Menschen auch in der Ukraine. Das ist wirklich dieses Ding zu einem Symbol geworden. Und es hat uns wunderbar hingebracht, es hat uns wunderbar zurückgebracht, es hat uns gut behütet. Und an dem Abend, als wir aus Berlin zurückgekommen sind, also unser Projekt bis dato erstmal abgeschlossen haben, hat es irgendjemand in Brand gesteckt. Und Friedhelm ist jetzt abgebrannt und ja, wird uns zukünftig auf unseren Reisen leider nicht mehr begleiten. Und so viel mit so ein paar traurigen Worten nochmal zum Ende. Und ich will es jetzt auch gar nicht weiter ausreizen. Auf der Infoseite könnt ihr noch mal ein paar Fotos dazu sehen und ja, ich glaube, da muss sich dann jeder so seine eigenen Gedanken dazu machen. Auf jeden Fall war es Brandstiftung und alles Weitere wird man dazu kommen. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ja, riesen Dankeschön an euch beiden und schön, dass ihr heile wieder da seid. Ja, und mit dem Friedhelm, ja, gleich nochmal einen Riesenapplaus. Also für die ganze Arbeit im Vorfeld, das war eine Riesenarbeit. Und dann den Mumm zu haben, dort auch in ein solches Krisengebiet auch zu fahren, da gehört schon eine ganze Menge zu. Und es ist super traurig, dass dann solche tollen Sachen dann so enden, dass eben mit Brandstiftung dann das Wohnmobil abgebrannt wird. Es gibt halt Menschen, die nicht wollen, was wir tun. Es gibt Menschen, die haben Angst vor dem, was wir hier tun. Und es gibt eine Abgeordnete der Grünen, Marie-Louise Beck, glaube ich, heißt die gute Dame, die also auch diese Woche im Bundestag Menschen, die auf der Mahnwache sprechen, ganz schwer angegriffen hat, die im Bundestag die Montagsmahnwachen als eine versteckte rechte Organisation hingestellt hat. Unglaublich. Was ist an dem, was wir hier tun, rechts? Was hat eine solche Hilfsorganisation wie die Ukraine damit zu tun? Es ist nicht rechts, sondern es ist Recht, Menschenrecht. Und man kann es nicht verstehen, ich begreife es nicht. Das System bekommt Angst. Und Menschen sollen eingeschüchtert werden, nicht mehr irgendwelche Hilfsaktionen zu machen, weil sie dann vielleicht Angst haben, dass wieder irgendwie ein Fahrzeug abbrennt. Und wenn man sieht, das ist nicht das erste Auto, was von der Mahnwache, von Initiatoren gebrannt hat. In Frankfurt gab es ein Friedenscamp, 24-Stunden-Mahnwache, wurde auch an oder ist abgebrannt, sagen wir es mal so. Aber wie wir von Björn gehört haben, hat die Polizei wohl relativ schnell gesagt, dass das mit dem Wohnmobil Brandstiftung war. Und ich kann es nicht begreifen. Ganz wirklich nicht begreifen. Aber gut, wir machen trotzdem weiter. Wie wir eben gehört haben von dem Montagsgruß von Würzburg, wir haben gesagt, wir sind hier und wir bleiben hier. Und das gilt für Braunschweig genauso. Auch wenn es jetzt hier kälter wird, ich finde es toll, dass heute Abend trotzdem so viele Menschen gekommen sind. Trotz der Kälte.
Und wie wir gehört haben, hier haben wir noch Plusgrade, auch wenn wir hier frieren. Wir haben gehört, was in der Ukraine los ist, minus 10 Grad und die Menschen laufen da mit T-Shirts rum und mit Sandalen. Also wir haben es da trotzdem noch relativ gut und ich finde es klasse. Und wir sind hier und wir bleiben hier auch über die Wintermonate. Man kriegt uns hier nicht mehr weg. Nie wieder! Nie wieder, genau. Achso, da war noch eben die Frage gewesen, ich weiß nicht, Björn, Björn ist noch hier irgendwo. Wird wieder gesammelt? Gibt es wieder Sachspendensammlungen? Wenn ja, gibt es schon einen Termin? Ja, also wir sind ja jetzt erstmal wieder gut angekommen. Wir konnten uns ein Bild darüber machen, dass wir unsere Spenden in die richtigen Hände abgeben können, dass die dort ankommen, wo es gebraucht wird. Und das war jetzt so quasi der erste Stint. Und ich habe im Vorfeld auch schon mal gesagt, Leute, weitersammeln. Natürlich, vor allem, wenn wir das dort gesehen haben, die Leute brauchen einmal alles, wirklich alles. Und wir könnten rein theoretisch, wenn wir hier irgendwie Sperrmüll stehen haben mit Schränken und Stühlen und so, das ist kein Müll, das sind Sachen, die die Leute dort dringend brauchen. Die brauchen Stifte, die brauchen, was weiß ich, OP-Besteck, die brauchen eigentlich alles. Und das war so... So, ah, ich will das weitermachen, natürlich, ich will das mein ganzes Leben lang, Jeff. Und ich will das natürlich weitermachen, aber ich muss auch sagen, diese Aktion, wie sie jetzt gelaufen ist, das ist mehr oder weniger alles auf meinen Schultern gelandet. Und ich habe das Ganze ehrenamtlich gemacht und zwar 24/7, also wirklich mit unheimlich vieler Zeit, die ich investiert habe. Und ich war, bevor wir gestartet sind, echt kurz vorm Burnout. Und auf diesem Wege, wie wir es bis dato gemacht haben, wird das zukünftig schwierig, das weiterzumachen. Zumal ich auch irgendwann mal wieder Geld verdienen muss, um meine privaten Dinge. Es sind so viele Sachen auf der Strecke geblieben, weil ich mich wirklich rund um die Uhr nur um dieses Ding gekümmert habe. Das heißt, ich würde jetzt gern erstmal, nachdem wir ziemlich erfolgreich das Ganze abgeschlossen haben, würde ich mich jetzt gern mal um diese Videos noch, die zu veröffentlichen sind, kümmern. Dann würde ich gern mal auch mal eine Woche ausspannen, einfach mal zur Ruhe kommen, weil es sind auch noch so viele Sachen, die wir noch gar nicht verarbeitet haben. Olli genauso, Andi genauso. Hinzu kommt jetzt die Scheiße mit dem Wohnmobil, wo mir so viel, so ein riesen Rattenschwanz da noch dran hängt. Und dementsprechend würde ich mich dann, wenn ich dann mal irgendwie es mal geschafft habe auszuspannen, mich mal hinsetzen und dann müssen wir gemeinsam planen, wie wir das zukünftig am besten aufstellen wollen. Da kommt auch noch, du sagtest, das ist eine Organisation. Wir sind nämlich keine Organisation, wir sind kein Verein oder sonst irgendwas. Wir haben das einfach als enthusiastischer Haufen so gut gerockt und das ist eine Riesenleistung. Das ist der Herr Müller von der Osteuropa-Hilfe, der das nun schon seit einigen Jahren macht für ein renommiertes Hilfswerk, internationales Hilfswerk, der sagt, das gleicht einem Wunder, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist eigentlich unmöglich. Und sowas, das ist ein Vorzeigemodell, das hat noch nie jemand vorher gemacht. Aber auf dem Wege, dass mehr oder weniger das alles auf meinen Schultern lastet, geht es nicht. Wir müssen dann wirklich schauen, wenn wir in jeder Stadt, die sich beteiligen wollen, brauchen wir einen Ansprechpartner, der mir auch brückenfrei hält, dass es vernünftig organisiert ist. Also ich würde es gern erstmal so handeln, gib mir ein bisschen Zeit, gebt mir ein bisschen Ruhe und dann setzen wir uns gemeinsam zusammen und dann müssen wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir diese Last auch verteilt bekommen. Und dann bin ich natürlich ultra gerne bereit, das weiterzumachen. Wir müssen weitermachen. Und das muss ja nicht nur Ukraine sein. Wir haben auf der ganzen Welt was zu tun. Also lasst uns hoffen, Leute. Okay? Dankeschön. Völlig verständlich. Also bitte ein bisschen Geduld, wenn ihr Sachen habt. Legt sie beiseite, schmeißt sie nicht weg. Ihr habt gehört, wir werden uns also in Kürze mit den ganzen Städten zusammensetzen und dann entsprechende Organisationen machen. Ja, Kai, deine Sachen holen wir dann auch. Bitte nicht wegschmeißen. Aber das kann ich schon verstehen, wenn man sowas durch hat. Und ich weiß, dass die Jungs, die haben wirklich 24 Stunden gearbeitet. Das ist also wirklich ein Wahnsinn, was sie auf die Beine gestellt haben. Aber es zeigt, was wir auf die Beine stellen können, wenn wir was tun. Und wir brauchen einfach mehr Menschen, die etwas tun, die wieder was tun und nicht nur konsumieren. Und wir sind leider alle dazu erzogen worden, einfach nur noch zu konsumieren, uns hinzusetzen. Wir haben ja alles, wir kriegen alles. Und was wir nicht haben, das kaufen wir uns. Und da müssen wir einfach wieder von wegkommen und wieder selber etwas tun. Und man hört andere Menschen, für die gleicht es an Wunder, was dann plötzlich passiert, wenn Menschen wieder aktiv werden. Und das finde ich total klasse. Vater unser!
Applaus.